Hallo Leute und willkommen zu einem kleinen, aber feinen Informationsvideo zu der Frage, was geht eigentlich momentan ab auf Waldes348s Kanal? Einige von euch, oder eigentlich alle von euch, die mir noch zuschauen, haben es sicherlich gemerkt. Die Dinge entwickeln sich relativ langsam auf meinem Kanal, Projekte kommen nicht so wirklich voran, aber das hat nun ein Ende. Ich möchte nicht zu viel versprechen, aber ich bin jüngst aus Frankfurt zurückgekehrt. Es sind mittlerweile auch schon wieder 3 Wochen, aber ich muss sagen, ich habe mich wieder akklimatisiert mit meinem eigentlichen Wohnort, bin in den Arbeitsalltag zurückgekommen und bin nun eigentlich wieder bereit, die Dinge etwas vorankommen zu lassen. Das bedeutet, wir werden in der nächsten Zeit eigentlich Might and Magic 10 Legacy abschließen. Das dürften nicht mehr so ganz viele Videos sein. Sagen wir 15 Stück ungefähr. Wir sind jetzt eigentlich relativ nah davor, in den letzten Dungeon zu gehen. Und dann haben wir schon fast den Abspann des Spiels erreicht. Das bedeutet, dass wir diesen Platz demnächst freikriegen. Und dann haben wir einfach mehr Kapazitäten auf dem Kanal für Projekte wie die Kord-Chroniken, die ja sehr beliebt bei euch sind. Dark Souls 2 wird demnächst weitergehen, und zwar in vollen Zügen. Da bin ich auch froh drüber, denn Dark Souls 2 ist wirklich ein fantastisches Spiel geworden. Und wir werden endlich, nachdem ich den Ankündigungstrailer schon vor, ich glaube mittlerweile 3 Monaten hochgeladen habe, werden wir uns um Dungeon Siege 2 kümmern. Da werden dann auch die ersten Videos kommen. Auch ein Projekt, was mir sehr am Herzen liegen wird. Dieses Video soll euch außerdem etwas informieren, was, sagen wir, in den nächsten 2 Monaten noch so kommen wird. Also ich habe 2 Unboxing-Videos, die noch kommen werden zu wichtigen Dingen. Dingen, die euch vielleicht auch interessieren könnten. Und da wir ja nun eigentlich mehr oder weniger in einer neuen Generation meiner Let's Plays sind und es noch keine Neuerung gab, habe ich mir auch vorgenommen, da etwas Neues zu bringen. Und zwar habe ich Lust, ein kleines endlos zwischendurch Projekt zu machen. Das heißt, ein Spiel, wo eigentlich es nicht stringent notwendig ist, dass ich da regelmäßig ein Video hochlade, sondern was auch mehr oder weniger als Lückenfüller dienen kann, aber trotzdem gut unterhält und sehr kurzweilig ist. Und da habe ich mir überlegt, dass wir Heroes of Warcraft, Hearthstone, also Hearthstone Heroes of Warcraft, anfangen werden und hin und wieder mal ein Video veröffentlichen werden, weil ich das Spiel eigentlich seit längerer Zeit spiele und sehr nett finde und weil man da eigentlich immer lustige Partien zeigen kann, wie auch immer. Ich gucke selbst viele Hearthstone-Videos mittlerweile. Für die, die es nicht wissen, Hearthstone ist ein Free-to-Play-Online-Trading-Card-Game, also ein FTP-OTCG. Das im Warcraft Universum spielt, das ja von Blizzard entwickelt wurde, eingängig, spaßig und trotzdem gibt es da viel Spielraum nach oben, sich zu verbessern. Ich muss gleich dazu sagen, ich bin kein besonders guter Spieler. Ich spiele es einfach nur, weil mir die Partien Spaß machen und weil sie, wie gesagt, sehr kurzweilig sind. Man kann mal eben 10 Minuten eine Partie reinkloppen und dann kann man auch wieder ausmachen, wenn man keine Lust mehr hat, und das finde ich ganz cool. Und ich werde euch da so ein bisschen ganz grob in die Materie einführen. Wie gesagt, ich habe auch keine große Ahnung von dem Spiel, hätte ich gesagt, bin noch nicht besonders gut, aber das werdet ihr dann selbst sehen. Denkbar in diesem Zusammenhang sind sogar Community-Turniere oder dass ich mal in einem Video gegen einen von euch spiele, je nachdem, ich weiß nicht, ob es einer von euch spielt, aber wahrscheinlich, das kann man dann ja nochmal sehen, und das wird auf jeden Fall demnächst dann kommen. Dann habe ich noch vorbereitet, oder es ist gerade mehr oder weniger in der Mache, ein Best-of-Video zu einem Let's Play von mir, was bisher noch kein Best-of hatte, mir aber trotzdem sehr am Herzen liegt. Vielleicht wissen es einige mittlerweile, was es sein könnte. Schaut einfach regelmäßig rein, dann werdet ihr das ja sehen. Dann, das habe ich. Ich glaube, das war eigentlich alles Wichtige. Wie gesagt, die Projekte werden in der nächsten Zeit dann wieder schneller fortschreiten. Ich finde es auch schade, dass es so gewesen ist, dass ich nicht viel hochgeladen habe, aber so ist es nun mal. Mit meiner Gruppenleitung ist auch leider erstmal nicht viel mehr drin. Aber die Dinge werden sich ab jetzt zum Positiven ändern. So. Ich werde vielleicht hin und wieder mal ein Witcher 3 Video hochladen, aber dann nur, um mal irgendwas zu zeigen. Irgendeine tolle Burg, irgendeinen tollen Loot.
Wer weiß das schon so genau? Ein Let's Play zu diesem Spiel wird erstmal nicht kommen. Ist mir jetzt auch egal, es ist nicht so schlimm, wenn ihr da andere Let's Plays guckt von, dann guckt ihr meins dann nicht mehr, wenn meins kommt, aber so ist es halt. Ich bin halt nicht der Schnellste. Das wisst ihr ja mittlerweile. Ansonsten habe ich noch einige andere Projekte geplant, die ich aber jetzt noch nicht anteasern möchte, weil man nagelt mich gern auf sowas fest. Und das soll nicht so sein. Also, seid gespannt auf die Inhalte, die kommen und auf das erste Hearthstone Heroes of Warcraft Video. Ich weiß nicht, wann es kommt. Irgendwann. Schreibt mir, ob ihr Bock drauf habt. Schreibt mir, ob ihr Bock drauf habt, mich zu vernichten in Hearthstone. Meinetwegen das auch. Und ich wünsche euch demnach noch ein schönes Wochenende. Und trinkt nicht so viel. Und fahrt nicht betrunken. Und wumst nicht betrunken. Egal. Wir sehen uns.